Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Aber nicht so weit raus, Jungs. Ja. Letzten Endes muss man auch sagen, das ist eigentlich schon auch... Soll ich mal das Mikro rüberbringen? Ja, bitte, bitte. Schweben drauf rüber. Dankeschön. Das ist ganz schön tief hier. Und war gar nicht schlimm, oder? Nee, war gar nicht schlimm. Ja, was macht Frau nicht alles für ein Interview? Was hier wie Planschen unter Freunden wirkt, ist Job, der sonst bei den Jungs so aussieht. The Baseballs, Basti, Sam und Digger. Drei Stimmen, drei Elvis-Tollen und eine Liveband. Hier rocken sie die Burg Klamm, feiern 10 Jahre Erfolg, national wie international. So gab's den finnischen Emma Award und 2-mal den Echo aus Deutschland. Backstage Burg Klamm. Gleich ist unser Interview. Noch bin ich ahnungslos, dass ich mit rein muss. Doch die Jungs überraschen mich mit Badeklamotten. Und Blöße will ich mir keine geben. Nur das weiße Tanktop, nein. Also ich will deins, das schwarze. Ja, unbedingt. Super, da muss ich jetzt durch. Also tatsächlich ziemlich bequem. Ja, oder? Sieht auch toll aus. Kannst du mal kurz da hinschränken, was wir hier schon alle haben? Die Kippe, die kann auch. Ich würde auch sagen, das reicht jetzt. Ihr müsst noch spielen. Du machst es super. Das ist ich mach's super, oder? Schau. Hallo. Und ist doch angenehmer. Oh, das ist ein Traum. Komm, gerne hier bleiben. Ja, schön. Aber nur so. Ingo, filmst du eigentlich die ganze Zeit oder machst du Bilder? Ernste Fragen passen irgendwie gerade nicht. So starten wir mit einer Aufwärmrunde. Könnt ihr Kunststücke im Wasser? Wow. Das ist geil. Wow. Ja. Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie, wenn ich im Freibad war, irgendwelche Kunststücke. Es ging immer nur darum, cool auszusehen im Freibad. Ja? Ich kann ja. Kunststücke so, bist du der Richtige, der so dahin spaziert, so ganz die Mädels? Ja. Nein, das ist nein? Nein. Willst du mal die Story erzählen hier mit dem Fitnessstudio? Weil das ist nämlich echt eine super interessante Story. Mit was dass du ewig freien Eintritt hast, wenn du dir das Tattoo... Ach so, richtig, genau. Ich war früher in einem Fitnessstudio und die haben mir tatsächlich angeboten, dass ich ein kostenloses Tattoo bekomme mit dem Logo von dem Fitnessstudio und ich müsste im Sommer aber dann jeden Tag irgendwie ins Freibad gehen und ich habe dann aber lebenslang freien Eintritt in das Fitnessstudio. Aber nicht ins Freibad leider. Aber nicht ins Freibad. Ja, das ist ja doof. Wobei, jetzt können wir Tattoo-Check machen. Jetzt sind wir alle so halb nackt. Ich habe leider keine. Das ist gar nichts. Der Digga hat das für die ganze Gruppe übernommen. Das ist sehr großzügig von dir. Bei mir ist auch eigentlich eine Pigmentstörung. Also das ist nur gutes Glück, dass es jetzt halt so aussieht wie Tattoos. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich, ich bin nicht so einer von diesen Fußballern, die gerne Tattoos tragen, damit sie überall damit angeben können. Und ich war damals, als ich zu meinem Tätowierer gegangen bin, habe ich halt ein T-Shirt angezogen und habe extra mit dem Edding einen Rand gemacht und gesagt, pass auf, bis dahin das Tattoo bitte nur stechen, weil ich will nicht, dass man es unterm T-Shirt sieht. Nee, es war nicht langweilig. Es war nicht langweilig, aber danke, dass du die Story versaut hast, du kleine Pissflitsche. Es war tatsächlich so, dass ich dann zu Hause irgendwie meine anderen T-Shirts anprobiert habe, die alle kürzere Ärmel hatten. Das heißt, ich hatte tatsächlich an dem Tag hatte ich ja, fälschlicherweise das einzige T-Shirt an, was etwas längere Arme hatte als alle anderen T-Shirts. Fühlst du dich jetzt eigentlich ein bisschen wohler? Ja, ich akklimatisiere mich schon. Es wird schon seriös, das Interview, schon langsam. Oder wir kriegen die Kurve. Ich freue mich auch gleich, wenn wir über die Tagespolitik reden. Tagespolitik. Wäre zumindest mal ein neues Thema. Zu oft hören Sie die gleichen Fragen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ist Elvis euer Idol? Und wie lange braucht ihr für eure Frisur? Tja, das sind auch wir schon durch. Ihr habt euch in einer Gemeinschaftsküche kennengelernt. Sam und ich waren 6, als wir das erste Mal wirklich irgendwie eine LP oder eine Kassette von Elvis in der Hand hatten. Wie geht's? Eine optimale, perfekte, tolle, die hält. Also Lampenfieber, das kennen wir alle immer noch und ich glaube, das ist auch nicht schlecht, dass man es noch hat, ja? Weil dann ist man sich seiner Sache zu sicher, falls man irgendwie
gar nichts mehr dafür empfindet irgendwie. Deswegen glaube ich, ist es wirklich, da hat ja auch jeder Künstler seine eigene Art und Weise ranzugehen vor einer Show. Und wenn vielleicht eine gewisse Nervosität mit eine Rolle spielt, kann ich mir schon auch denken, dass Künstler vielleicht dann sagen, ja, also direkt vor einer Show möchte ich jetzt eigentlich nicht nochmal irgendwie ein Interview geben oder sowas. Mhm. Aber wenn man dann so einen tollen Pool hat und so eine tolle Interviewpartnerin, dann muss man das doch machen. Jetzt hält er mir das Mikro her, was soll ich denn erzählen? Was soll ich jetzt machen? Ich soll eine Frage stellen? Du stellst jetzt die Frage, ja, bitteschön. An wen denn jetzt? An deine Kumpels. An meine Kumpels? Ja, was man schon immer fragen sollte, aber die Frage wurde einfach nochmal gestellt. Ja. Digga. Wie lange braucht ihr für die Haare? Digga, was empfindest du, wenn du einen solchen Tag wie heute und diese Bühne jetzt hier siehst und diese wunderschöne Burg, die letzten 10 Jahre, lass das alles mal widerspiegeln. Was empfindest du jetzt heute genau in diesem Moment, wenn du an diese 10 Jahre denkst und hier dieses wundervolle Ambiente genießt? Genau das habe ich verdient. Super. Das sollte man schon immer mal fragen. Das war ein gutes Schlusswort. Und das war ein gutes Schlusswort. Und Schnitt. Dankeschön, meine Lieben. Ich ja, gerne. Mehr als genug. Ja, sehr gut. Ich habe wirklich mehr als genug. Jetzt machen wir die Kamera aus und dann zeigen wir mal, wie genug hat. Let's talk about you, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about.